So, einen herzerfrischenden guten Abend und herzlich willkommen zur jetzt 17. Folge bei Let's Horror Phasmophobia. Mit mir, dem Level 21er Kegel und meinen zwei Mitarbeitern hier aus dem Schnellimbiss, ne? Die ich so gefunden habe. Und es ist übrigens wieder festgelegt worden, der Sloopy ist wieder Praktikant, ne? Ist er, genau, ne? Führbar. Ist er normal festgelegt. Und ja, wir haben das Edgefield Streethouse im Schwierigkeit fortgeschritten ausgewählt, weil ich schon Level 21 bin und halt ein bisschen Geld gesammelt habe. Sind wir da schon mal ein bisschen so am Dingens und so, ne? So, wir starten jetzt erstmal hier das Dingens. Verwenden Sie die LKW-Bildschirme, um den Geist leichter zu orten. Na, das ist ja ein Ding. Achso, muten dann auch noch im Discord. Ja. So. Ich muss das hier nur gerade mal ein bisschen eine Seite packen. So. Und so. Perfekt. Okay. So, das haben wir hier schon mal. Die Pri ist bestimmt auch gleich da. Immer muss man auf die Frauen warten. Tja, ist eben so. Also wie gesagt, Vorbereitungszeit haben wir jetzt nur 2 Minuten. Ich hoffe mal, das kriegen wir schnell gebacken. Und ich hoffe mal, wir haben jetzt auch nichts irgendwie vergessen, wo wir jetzt die optionalen Ziele mit noch verzwiebeln können. Kann man die Karte noch nicht weiterschalten hier? Untergeschoss? Die, es sind ja auch noch hier keine weiteren Sachen da. Also Pri muss ja erstmal da sein. Genau, da ist er jetzt. So. Lassen Sie einen Geist durch Salz wandern, machen Sie ein Foto vom Geist und Bewegungssensor. Ich glaube, da haben wir jetzt... haben wir Salz? Ja, Salz haben wir. Wir haben nur keinen Bewegungssensor. Tja, gut. Also, ich nehme jetzt... Das ist das blaue Ding, das gerade jemand mitgenommen hat? Das blaue Ding hier unten, das ist Salz. So. Da oben lag ein blaues Ding, das hat jemand mitgenommen, wahrscheinlich Pri gerade. Blaues Ding? Du hast ein blaues Ding gerade in der Hand. Das Knicklicht bitte mal wieder hin. So, ich hab. Ein Knicklicht, glaube ich. Das ist ein Knicklicht. So. Ach ja, stimmt. Wer hat von euch die Geisterbox? Also, wir hatten ja zwei. Eine. Okay, dann lassen wir es erstmal so. Ja, dann, eine liegt noch da. Ja. Dann nehme ich jetzt noch den EMF-Reader mit und eine Kopfkamera, weil ich denke mal, ich werde dann nachher die, also ich werde so mutig sein und werde versuchen, ein Foto vom Geist zu machen. Und ich hoffe mal, dass ich lebendig wieder rauskomme, weil ansonsten haben wir ein Problem. Weil wenn ich jetzt sterbe, muss einer von euch dann nochmal reingehen und ein Foto von meinem Leichnam machen. Und damit die Versicherung dann funktioniert. Habt ihr eine Kamera dabei? Also, ich habe jetzt eine Kopfkamera genommen. Im Moment noch nicht. So. Okay, Pri, dann geh du nach oben. Ich bleib erstmal hier unten und gucke hier. So, wollen wir noch mal gucken. Ach, wo bist du? Ich guck gleich mal runter in den Keller. Deine Mutter ist ein Schleim. Wo bist du? Also im Keller ist zwischendurch 12, 11 minus 11,7, also das ist nicht so das Wahre. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Okay, Garage ist auch nichts. Sloopy hat deine Unterwäsche geklaut. Geil. Bitte was? Wo bist du? Bist du hier?
Sloopy, Keller unten ist nichts. Okay. Okay, also oben bin ich jetzt auch komplett durch sämtliche Zimmer durch. Reaktion. Also ich gucke hier gerade erstmal nach Temperatur. Also unten habe ich jetzt noch nichts gefunden. Ich gucke jetzt selber nochmal oben. Bist du hier? Hm. Sprich mit mir. Okay. Wo bist du? Tja. Das kann ja was werden. Hast du das Klo benutzt? Wo bist du? Nee, hier ist auch nichts. Sehr komisch. Problem ist auch, wir haben nicht so viel Zeit. Bist du hier? Alles klar, ich habe ihn im Keller. Im Keller? Da war ich doch gerade. Na, war ein kleines Gefährt im Rad wohl diesmal. Das wäre was anderes. Moment, ich komme runter. Er hat im Keller reagiert mit B1. Und zwar im ersten Raum. Ah, jetzt ist hier 5,5 Grad hier vorne. Stimmt, das ist kälter. Das war nämlich gerade noch nicht, wo ich hier runtergegangen bin. Gib uns ein Zeichen. EMF 2. Alles klar, ich geh raus. Okay. Oh, Ladies and Gentlemen, wir hatten Level 5. Ja, das ist jetzt... kann man noch durchgehen. Lassen. So. Okay, wechseln wir mal kurz das Equipment. So. Also Geisterbox war auf jeden Fall... Gut, das habe ich jetzt schon mal eingetragen. Ich habe eine Kamera mit dabei, die nehme ich mit runter und ich werde das Klicklicht mal dahin legen. Alles klar. Ich nehme jetzt noch das Geisterbuch mit. Achso, das Salz brauchen wir auch noch. Wir sollen den ja da durchwandern lassen. Ja gut, dann... ja gut, dann muss Stupi das nehmen. Das Thermometer, hast du das noch dabei? Nein, ich hatte das eigentlich. Achso, gut. Gehen wir erst nochmal runter. Schmeißen wir einmal das Geisterbuch dahin. Supi, das Salz steht unten im Regal. So. Wollen wir mal gucken hier, ne? So, schreib bitte ins Buch. Schreib ins Buch. Oh, hier vorne liegt ein Knochen. Hat jemand eine Kamera mit? Ich hole mal eben eine Kamera. EMF 3 war hier vorne kurz. Ah ja. Mach mal die Taschenlampe aus. So. Sloopy, Taschenlampe aus. Ja.
Oh ne. Alles okay? Nein, er ist genau vor mir gespawnt. Sloopy hat's erwischt. Ich habe ihn gerade gesehen, er ging gerade in diese Tür rein. Er ist hier drin? Ja, da backt doch gerade das eine Thermometer von Sloopy, glaube ich, rum. Oh. Geil, hier bewegt sich eine Dose. Fotografierst du doch? Ich habe gerade die Dose fotografiert und den Knochen. Leiche ist auch fotografiert, natürlich. So, wie machen wir das jetzt? So, ich geh mal wieder raus. Der Geist ist echt aggro. Oh, mal kein Wind hier. Geist, schreib mal ins Buch. Ey, komm, schreib doch mal ins Buch. Aktivität ist bei 0. Schreib doch mal ins Büchlein. Ist doch geil. Das ist auch schon mal gut. Ja. Hat er was ins Buch geschrieben? Nö. Im Journal steht Fingerabdrücke bei dem einen Foto. Ich habe hier. Bitte im Mund bleiben. Ich habe hier Fußspuren, also es müssten dann auch Fingerabdrücke sein. Nein, nur weil wir Fußspuren haben, heißt das nicht zwingend, dass wir Fingerabdrücke haben. Was macht meine Sanity? Scheiße! Ich hab's geahnt. Ja, das hilft uns jetzt ganz doll. Er ist tot. Na. Ja. Schön. Hat's ja richtig gebracht. Wunderbar. Mal sehen, ob sich jetzt Pri noch mal reintraut. Ich glaube es eher nicht. Also, ich würde es ihr nicht empfehlen. Aber man kann trotzdem reden? Da wir beide tot sind, können wir jetzt zusammen reden, ja? Ah, okay, also im Journal habe ich Fingerabdrücke gesehen bei dem einen Foto. Also scheint Fingerabdrücke zu sein. Tja, was mache ich jetzt? Sloopy, wieder muten. Sloopy, mute dich. So? Ja, jetzt bist du bei Discord wieder gemutet. Also das Problem ist jetzt, Also ich habe einen Fußabdruck habe ich über meine Kamera gesehen. Aber das zählt ja nicht als Fingerabdruck. Okay, also wenn ihr mich hört, das Gespenst kann es nicht sein.
Weil auf wir dem haben Fingerabdruck oben drüber. Sei ruhig. Salz verstreut, er ist durchgelaufen. Er würde keinen Fußabdruck hinterlassen, das Gespenst. Und eine giftige Reaktion zu Salz hat er auch. Tja. Wie gesagt, auf dem Foto stand oben Fingerabdrücke drüber. Das ist auf jeden Fall ein ganz hässlicher Geist. Oder das über dem Foto nicht zu sagen? Na, weiß man jetzt nicht. Also, die Fingerabdrücke, ich hatte ja die Dose fotografiert. Und das hier mit dem unteren Bild, das ist ja nur der Fußabdruck. Und ich weiß jetzt nicht, ob das als Fingerabdrücke zählt. Das steht ja auf dem Bild drüber. Ne? Ja, das ist schon richtig. Aber das kann auch ein Bug sein. Also, ich würde mich da jetzt nicht so festlegen. Ah, okay. Also man kann es jetzt als als Dings einsetzen. Man kann ja mal eben gucken, warte mal. Wenn wir jetzt Fingerabdrücke nehmen, hätten wir Spirit, Gespenst oder Poltergeist? Ist Pri jetzt gerade reingegangen? Sie ist reingegangen. Och nein. Na gut, sie muss mich ja noch fotografieren. Oh, Scheiße. Hey, nice. Oh Mann. Ach. Also Pri legt es echt drauf an. So. Ich sag euch, das mache ich nie wieder. Also, im Geisterbuch hat er reingeschrieben, wir haben einen Spirit. Ich hoffe, ihr habt das eingeloggt. Ich mache dicht. Eieiei. War aber ein hässlicher Bastard, ey. Ja, das habe ich gesehen. Mindestens habe ich $132 von der Versicherung gekriegt. Ich hätte ungefähr 65 bekommen. 130. Oh, Level 22. Nice. So, ja. Wow. Das alles klar, ich habe Level 9 übersprungen. Das ist doch gut. Cool. Aber ohne Scheiß, das mache ich nicht noch einmal. Ja, das... Okay. Und Sloopy, wenn du tot bist, dann bleib gemutet. Okay. Weil das bringt sonst nichts, wenn du als Geist dann mit uns redest. Das ist von der Spielmechanik ja gar nicht vorgesehen. Okay. Genau so sehe ich das auch. Ich hätte ja jetzt auch sagen können, ja nee, brauchst nicht mehr reingehen, bleib mal lieber oben. Aber wenn man tot ist, darf man nur mit den Leuten reden, die auch tot sind. Okay. So. Die Sache war jetzt tatsächlich, er ist ja durch Salz gelaufen und ich habe halt gesehen, das Gespenst reagiert halt allergisch auf Salz. Das konnte es also schon mal nicht sein. Mhm. Deswegen blieben noch Spirit und Poltergeist und jetzt hatte ich extra die zweite Videokamera runtergebracht, weil ich gedacht habe, vielleicht ist ein Geisterorb in einem anderen Raum drin, aber wie ich dann raus bin, habe ich gesehen, oh, der hat ins Buch geschrieben, alles klar. Ja, und Fingerabdrücke war es übrigens auch. Ja, habe ich gesehen über das Bild dann. Ja, aber komischerweise, also ich hatte ja nur die Dose, die sich bewegt hatte, die hatte ich fotografiert
Und den Fußabdruck, weil ich den gesehen hatte. Ja, den Fußabdruck hat er nicht gewertet, aber eben den Fingerabdruck. Tja. Naja gut, das war jetzt doch nur 20 Minuten, aber trotz dessen haben wir das gut hingekriegt. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Mit zwei Toten. Ja, also du hast uns, man kann sagen, den Arsch gerettet. Aber hallo. Na, dann muss man ja mal dazu sagen. Gut, dann beende ich mal kurz die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe mal, dass dann wirklich allerhöchstens nur eine Person stirbt. Aber... Allerhöchstens? Muss man gucken. Na ja, gut, dann ja, bis gleich. Tschüssi.